In diesem Video zeige ich, wie du Inhalte eines Rasters neu anordnen kannst, wenn der Viewport sich ändert, also wenn die Breite des Viewports sich ändert, wenn es einen Breakpoint gibt. Um zu zeigen, was ich meine, habe ich in Figma eine Skizze gemacht. Wenn der Viewport ganz breit ist, soll das so aussehen wie hier links. Wenn es schmaler wird, so wie in der Mitte, und auf Mobile Screens soll alles untereinander angeordnet werden. Ich habe das hier schon vorbereitet in CodePen. Und wenn ich den Viewport schmaler einstelle, dann verhält sich das so. Und das werde ich jetzt von Grund auf herstellen. Ich habe hier schon einige Zutaten vorbereitet. Auf der linken Seite im HTML-Teil siehst du einen Div-Tag mit der Klasse Migrate. Der enthält drei Article-Tags mit den Klassen Ghost, Robot und Tulip. Und jeder von diesen Article-Tags enthält einen Textabsatz mit einem Emoji, damit wir einfacher unterscheiden können, was wo drin ist. Und ich habe diesen Article Tags eine Hintergrundfarbe gegeben. Das ist hier ganz unten im Style Sheet. Für jede Klasse eine eigene Farbe. Und dann eher aus ästhetischen Gründen als aus einem Erfordernis habe ich für die Articles eingestellt, dass sie Flexbox-Layout haben sollen, das heißt eine Achse von links nach rechts. Auf dieser Achse von links nach rechts werden die Inhalte zentriert und wenn die Behälter höher werden, wenn diese Artikel höher werden, dann soll auf der Achse von oben nach unten, die sekundäre Flexbox-Achse, soll das auch eingemietet werden. Also das sorgt dafür, dass diese Emoji hier eingemietet sind in diesen farbigen Rechtecken. Und schließlich habe ich für die Klasse Migrate, die diesen Parent-Div betrifft, der den Raster, der gerastert werden soll, dafür habe ich eingestellt, dass die Dimensionen anhand der Außenkante berechnet werden soll und dass die Höhe so hoch wie der Viewport sein soll. Also 100 VH heißt die volle Höhe des Viewports und weil es einen Innenabstand gibt, Padding von einem Geviert auf alle Seiten, damit das nicht zusätzlich zu diesen 100% Höhe addiert wird, habe ich eingestellt, dass die Außenkante als Referenz gelten soll, so gibt es keinen zusätzlichen Scrollbalken. Es gibt, wenn du genau hinschaust, einen, aber das hat damit zu tun, dass diese Elemente, die Emoji, eine bestimmte Grundgröße voraussetzen. Also wenn es zu klein gibt, gibt es dann doch einen Scrollbalken, aber wenn es Platz hat, ist das hier alles schön randabfallend ohne Scrollbalken. Der Innenabstand hier, der sorgt dafür, dass der Raster einen weißen Rand hat und Grid Gap sorgt für den weißen Abstand hier zwischen den Elementen. Also es ist schon ein Raster, ich habe aber noch keine Spalten definiert, darum wird alles untereinander einspaltig angezeigt. Also Display Grid gilt schon. Und für den Body habe ich eingestellt, dass es keinen Außenabstand gibt. Ich könnte, nur um das hier vollständigkeitshalber gesagt zu haben, ich könnte das Padding abschalten und dafür diesen Abstand des Body auf ein Rem setzen und das würde gleich aussehen. Aber wenn du dich dafür entscheidest, dem Raster eine Hintergrundfarbe zu geben, dann gilt das nur für diesen Grid Gap und nicht für den Bereich um den Raster herum. Und wenn ich hingegen den Außenabstand auf 0 setze und den
Innenabstand des Rasters auf eingeviert, dann könnte ich den Hintergrund des Rasters gleich einfärben wie die Bereiche zwischen den Spalten. Okay, also so wird die Dimension des Rasters auf die Größe des Viewports gesetzt. Und jetzt kann ich damit beginnen, das zu layouten. Diese Einstellung, die ich hier habe, die macht eigentlich schon alles, was notwendig ist für den Mobile Viewport. Der Raster ist so hoch wie der Viewport und die Inhalte werden automatisch auf die Größe des Rasters gesetzt. Ich könnte vollständigkeitshalber hier schreiben Grid Template Columns und das auf eine Spalte setzen. Das entspricht der Grundeinstellung. Und ich könnte schreiben Grid Auto Rows, also automatisch Zeilen dazufügen, die ebenfalls gleichmäßig groß sind. Also eine Fair heißt so groß wie der Platz, der zur Verfügung steht, beziehungsweise wenn es mehrere FR-Werte sind, dann wird es gleichmäßig aufgeteilt oder verhältnismäßig. Und das führt zu diesem Verhalten. Also das ist im Grunde genommen redundant, das hinzuschreiben, aber wenn ich es hinschreibe, dann ist es einfach klar. Und alles, was ab jetzt kommt, betrifft im Grunde genommen breitere Viewports als den Mobile Viewport. Der Mobile Viewport ist so erledigt. Jetzt soll ab einer bestimmten Breite, wir könnten sagen ab, jetzt muss ich das Add-Zeichen schreiben, wenn ich das hier drin mache, dann gibt es immer so einen seltsamen Shortcut. Ich kann es da schreiben und herauskopieren. So. Schreibe Add Media und formuliere die Bedingung für die Media Query, für den Breakpoint und sage minimale Größe, minimale Breite, 700 Pixel. Ohne Strichpunkt. Und dann eine Regel, die hier gelten soll, zum Beispiel könnten wir sagen, dass MyGrid, und es ist eine Klasse, also mit Punkt, dass die Hintergrundfarbe hier anders werden soll, um das zu prüfen. Also unter 700 Pixel Breite ist es weiß, über 700 Pixel ist es blau, das funktioniert. Und was ich hier möchte in einem ersten Schritt sind zwei Spalten, also Grid, Template, Columns, eine Fair. So. Und dann möchte ich, dass die Inhalte des Rasters etwas anders angeordnet werden. Und zwar möchte ich, dass der Geist und der Roboter doppelt so hoch sind wie die Tulpe. Also zwei Rasterzeilen überspannen. Dann kann ich schreiben Grid Row und es soll reichen von bis und von was bis was. Um das einzustellen, schreibst du die Zahl der Linie oder die Nummer der Linie und die mit Linie ist gemeint die gedachten Linien zwischen den Rasterzeilen und den Rasterspalten. Also in der Vertikalen wäre 1 ganz oben des Rasters, 2 hier zwischen diesen Elementen und 3 unter der Tulpe. Und wenn ich jetzt sage, es soll von 1 bis 3 gehen, hat die Tulpe im Grunde genommen keinen Platz mehr und es wird eine
zusätzliche Rasterzeile eingefügt. Also die ersten zwei Elemente hier, Ghost und Robot, überspannen jetzt zwei Zeilen, weil ich gesagt habe, von der ersten bis zur dritten Linie. Und die Tulpe muss dann einfach unten rein und es gibt dann eine dritte Linie hier und eine vierte Linie, weil es eine dritte Zeile gibt. Wenn ich sage Element untersuchen und das in den Browser-Tools, in den Developer-Tools anschaue und hier für den Grid die Hilfslinien aktiviere, es ist hier ein bisschen zusammengepfercht, weil ich in CodePen bin. Also ich gehe hier auf Layout und mache einen Haken bei MyGrid und hier aktiviere ich die Line Numbers. Dann sehe ich hier 1, 2, ich habe hier auch eine Schraffur, die zeigt, wo die zwei den Zwischenraum zwischen den ersten zwei Rasterzeilen zeigt. Und wir sehen, dass der rote und der blaue Bereich, der Geist und der Roboter, hier diese zwei Zeilen überspannen. Und die Tulpe geht dann automatisch unten rein. Und dann möchte ich, dass die Tulpe von links nach rechts den ganzen Raster überspannt. Dazu schreibe ich, wenn ich das wieder abstelle, habe ich Platz, schreibe ich eine Regel für Tulip. Und da schreibe ich Grid Column 1 bis, jetzt könnte ich entweder sagen bis minus 1, das heißt bis an den rechten Rand, oder die Linie ist 1, 2 in der Mitte, 3 am rechten Rand, 1 bis 3. Also das kommt das gleiche heraus in diesem Fall. Und vollständigkeitshalber einen Strichpunkt. Und weil es hier immer nur eine Eigenschaft ist, schreibe ich die Regel, die Eigenschaft und den Wert, schreibe ich alles auf eine Zeile. Okay. Das ist, wenn ich zurück in Figma gehe, das ist diese zweite Skizze, ist erledigt. Zuerst bricht alles um. Und dann gibt es diesen zweispaltigen Raster. Und jetzt machen wir noch einen zweiten Breakpoint. Und dafür copy-paste ich das. Paste das unten wieder rein und schreibe ab 1000 Pixel Breite. Mein Bildschirm ist 1280 breit, das geht gerade. Und was soll jetzt hier gelten? Nehme ich raus, das nehme ich auch raus und wahrscheinlich brauchen der Roboter und der Geist eine separate Regel. Und was ich jetzt haben möchte, ist, dass dieser linke Bereich hier doppelt so breit ist wie der rechte Bereich und dazu könnte ich drei Spalten machen und du siehst hier, dass diese zwei Elemente immer noch gleich ausgerichtet sind wie vorhin, einfach dass es rechts zusätzlich Platz gibt. Das ist so, weil diese Regeln, die ich da oben geschrieben habe, Grid Row 1 bis 3 und Grid Column 1 bis 3, das gilt immer noch. Also ich muss das hier irgendwie überschreiben. Und ich habe 1, 2, 3 Spalten, aber einfacher ist es, wenn ich sage, eine Spalte, die doppelt so breit ist wie die zweite. Und auch hier ist die Arbeit fast schon erledigt, aber sicherheitshalber schaue ich nach. Ach so, der Geist soll nur eine Zeile hoch sein und die Tulpe 2, aber beide sind der ersten Rasterspalte. Also für den Geist, Grid Column 1 bis 2. Und das ändert nichts. Also ich könnte darauf verzichten, das hier zu definieren. Aber ich finde es klarer,
wenn das hier klar drin steht, wenn es explizit angegeben ist. 1 bis 3 Grid, Row 1 bis 2. Und jetzt ändert sich etwas, weil oben stand für den Geist Grid Row 1 bis 3. Jetzt ist es nur noch 1 bis 2. Und der Roboter ist eigentlich am richtigen Ort und wird hier richtig angezeigt. Das stimmt so. Aber auch hier möchte ich Klarheit. Ich paste das oben rein und setze die Werte neu. Der Roboter soll in die zweite Spalte und er soll zwei Zeilen überspannen. Und die Tulpe, die soll da unten rein und zwei Zeilen überspannen. Also auch hier paste ich das mal rein und nehme dann die Werte raus. Jetzt überlagert es den Geist. Und dann sage ich auch hier 1 bis 2. Und von wo bis wo soll das gehen? Zurück in Figma. Ganz oben ist Linie 1, dann zwischen der ersten und der zweiten Zeile Linie 2 und zwischen der zweiten und dritten Rasterzeile ist Linie 1, 2, 3. Also von 2 bis 4 soll das reichen. 2 bis 4. Auch hier könnte ich die Developer Tools anschalten. Das wäre etwas einfacher, um herauszufinden, was ich da genau möchte. Die Tulpe geht von 2 bis 4 und auf der horizontalen von 1 bis 2. Ich glaube, jetzt habe ich es. Ich gehe auf Change View, Full Page View. Wenn ich das schmaler... Ah, etwas fehlt noch. Etwas fehlt noch. Ich wollte, dass der Roboter nur von 1 bis 1, 2, 3, nur von 1 bis 3 reicht. Also zurück. Jetzt ist die Frage, wie ich hier zurückkomme. Glück gehabt, alles ist noch so, wie es war. Jetzt der Roboter von 1 bis 2. Aha, es stimmt noch nicht. Was stimmt noch nicht? Der Geist 1 bis 2, 1 bis 3 und das da 2 bis 4. Ist immer auch ein bisschen ein Intelligenztest. Die Tulpe 2 bis 4. Jetzt stimmt's. Change View, Full Page, ja, vielleicht noch speichern. Jetzt stimmt's. Jetzt kannst du abschalten oder noch zuschauen, wie ich die Schriftgrößen einstelle, weil ich möchte, dass diese Emoji noch größer werden. Und dazu sage ich in den Einstellungen, in den Grundeinstellungen, Font Size für den Root-Selektor 100%. Auch das nehme ich auf eine Zeile und kopiere das unten rein in meine Media Queries.
Das wird erst einmal überhaupt nichts ändern, aber dann gehe ich zuerst auf 150 und dann im zweiten Schritt auf 200%. Und jetzt haben sich natürlich nicht nur die Emoji geändert, sondern auch das Gefiert. Also das heißt, ich brauche diesen Grid Cap und das Padding. Ich tue das hier schnell untereinander schreiben, um das zu kopieren und nehme es dann wieder weg. Und jetzt gehe ich in die Einstellungen für den Raster und setze das hier. Jetzt sind wir auf 150 Pixel. Jetzt muss es wahrscheinlich auf 0,75, wenn ich Glück habe. Und hier wahrscheinlich auf die Hälfte. Testen. Full Page View. Speichern, Full Page View. Jetzt klappt's. Und so werden auch die Schriftgrößen für die Breakpoints eingestellt. Ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, weil es mich hier auch noch zu klein dünkt, aber ich lasse es mal damit bewenden.